Aber beim Menschenzeichnen, das inspiriert mich total. Das ist für mich total Freiheit. Das ist, wie der Franzose sagt, j'adore. Ich heiße Nicola Meyer-Reimer, ich bin Illustratorin und ich zeichne besonders gerne Menschen. Und die Art und Weise, wie ich Menschen zeichne, hat sich maßgeblich geändert durch meine Zeit, die ich im Trickfilm verbracht habe. Über diesen Hintergrund bin ich dann über einige Umwege zum Gesture Drawing gekommen. Das sind die Storytelling Drawings, die alles ausdrücken. Und das hat mich so begeistert, dass ich das jetzt besonders gerne mache. Womit ich anfange, wenn ich Menschen zeichne, ist erstmal die Richtung, die diese Figur nimmt. Also es gibt ja meistens eine Dynamik hinter einer Person, die bewegt sich von A nach B. Wie ist die Haltung? Also die Richtung. Und als nächstes oder vielleicht auch gleichzeitig ist das eigentliche Empfinden dafür, was da passiert. Also Nachfühlen dessen, was da passiert. Hat der Mensch da vorne ein Problem? Sitzt der schwer? Wartet der schon lange? Tut der Rücken weh? Geht der langsam? Tun die Schuhe weh? Also richtig das Gefühl zu haben, dieser Mensch hat die und die Psychologie, mich da reinfühlen, wie würde es sich für mich anfühlen, diesen Rock anzuhaben. Das ist das, was mich interessiert, wie so eine Karikaturistin, das möchte ich übertreiben. So, das sieht jetzt verhältnismäßig gaga aus, das macht nichts. Das ist das, was Spaß macht. Man muss sich ja sowieso beeilen, die Leute sind ja gleich wieder weg. Also, Menschen bewegen sich ja die ganze Zeit, das heißt, ich mache das eigentlich relativ zügig und relativ krakelig und die ersten Zeichnungen sehen auch nicht virtuos aus oder richtig, sondern es ist einfach schnell nachempfunden, hingekrakelt, was ich da gerade gesehen habe. Und dann, wenn es mir gefällt, mache ich es ein bisschen genauer oder verfeinere oder verbessere das. Aber ich fange nie an, eine Figur von oben links bis nach rechts unten genau durchzuplanen und zu zeichnen. Gerade weil Menschenzeichnen super komplex ist und ich weiß, das geht sowieso nicht gut, ist es das, was mir Spaß macht, schnell hinzukrakeln. Den ersten Eindruck kriegt man hingekrakelt viel besser hin. Also Menschen sind überall. Ich zeichne Menschen dann gern, wenn mich da was inspiriert. Also wenn ich eine Assoziation habe, die Leute sehen aus, als hätten die Stress miteinander. Oder er wartet da schon lange auf die Frau und das drückt sich in der Pose aus. Also wenn es so ein bisschen was Erzählerisches hat. Oder wenn ich denke, der ist aber unmanierlich, dann bin ich inspiriert, das zu übertreiben. Dann habe ich Lust, das zu zeichnen. Also es ist so ein bisschen so ein Comic-Cartoon Gedanke dahinter. Ich übertreibe beim Menschenzeichnen eigentlich immer. Und das heißt, wenn sich jemand vorbeugt, dann macht es mir Spaß, den besonders vorgebeugt zu zeichnen. Also das kickt mich. Also hier einfach mal zu sagen, ich mache den Schritt größer, als er ist, das ist immer super. Weil Leute sind in Hetzel, das macht mir Spaß. Und die ganzen Details, wie mache ich daraus jetzt eine richtige Zeichnung? Das kommt alles später. Da, wo die Arbeit anfängt, das ist man jetzt noch nicht. Das ist nur Spaß haben. Also was ich auch interessant finde, ist die Menschen so als, egal ob männlich oder weiblich, so als geometrische Formen aufzufassen. Also dass jemand einfach tendenziell eher ein Kreis ist oder eher ein Dreieck. Und die geschlechtsspezifischen Merkmale kann man dann da so reinwursteln. Also ich finde die dann auch eher sekundär. Aber das, wenn es ins Auge sticht, ist eigentlich immer die Silhouette und das Geometrische. Und das kann man von Weitem dann auch lesen, dass sie sich Mühe gibt, irgendwas zu sagen und er hört sich das halt widerwillig an. Geht so weit zurück, wie es geht. Und wenn ich aber jetzt das anfangen würde, es anatomisch zu zeichnen, dann würden die Proportionen richtiger sein, naturalistischer, aber es wäre nicht so erzählerisch, meiner Meinung nach. Und da justiere ich eine gesamte Zeit nach, weil es natürlich nie so ganz richtig sein kann von Anfang an. Ich bin ja nicht genial, beziehungsweise schön wär's.
Also wenn man Menschen zeichnet, ist es ja herkömmlich, dass man Anatomie lernt. Und Anatomie zeichnen ist durchaus auch wichtig, natürlich. Weil wir alle Menschen sind. Wir sehen, wenn eine Figur falsch gezeichnet ist und die Person nicht gehen kann, weil die Gelenke an der falschen Stelle sitzen. Das ist unerlässlich. Aber trotzdem finde ich, gibt es einen anderen Weg. Also Mickey Mouse, die ganzen Cartoon-Charaktere haben alle keine Anatomie, aber die bewegen sich glaubwürdig, weil man sieht, was sie fühlen. Und das sieht man, weil man sich in die Charaktere einfühlen kann, weil man weiß, wie man sich selber verhält. Wenn du schlecht gelaunt bist, ist der Kopf unten. Wenn du skeptisch bist oder ängstlich, dann ziehst du die Schultern hoch. Also das weiß man, und das hat dann mit Anatomie gar nichts zu tun, sondern mit dem eigenen Nachempfinden der Empfindung von Charlie Brown oder Donald Duck. Und die Kombi, finde ich, macht dann einfach die Zeichnung expressiver. Nicht nur die Anatomie allein, sondern die Psyche noch dazu. Und wenn man es dann genauer macht, dann radiere ich halt die Schmuddelspuren weg und mache daraus eine richtige Zeichnung. Und dann kann man dann Klamotten hinzufügen, Frisur, Handtaschen, was weiß ich. Der zweite Arbeitsschritt ist dann, dass ich aus diesen vorgekrakelten Gesture-Drawings richtige Zeichnungen mache. Das mache ich, indem ich mit dem Super-Knetradierer fast alles wieder wegnehme. Dann ist die Essenz noch da, aber sauber ist da nichts. Beim Konkretisieren, also beim genauer machen, finde ich es immer gut, nochmal zu gucken, dass die Silhouette schön ist. Also in diesem Fall, ich könnte diesen Arm zum Beispiel so zeichnen, dass er am Körper anliegt. Wäre bestimmt auch richtig. Ne? Oder könnte man, aber das ist nicht so schön zum Lesen nachher von der Silhouette. Also die Negativform, also die Form, wo nichts passiert, dass sie schön geschnitten sind, dass man eine schöne Silhouette hat. Das macht die Handlung klarer zu lesen, die Zeichnung besser. Und das kann man stark selber beeinflussen, wenn man dann sagt, okay, diese Zeichnung meine ich jetzt wirklich so, die ist jetzt nicht mehr nur Gaga, die ist jetzt ernst gemeint. Die hatte jetzt nicht so dünne Beine, die waren auch ganz dick. Ich finde es schöner, ihr dünne Beine zu machen, um den dicken Oberkörper zu betonen. Wenn alles gleichmäßig ist, dann guckt man bei dem einen ja nicht so hin. So, was könnte die machen? Die könnte hier ein Eis essen oder so. Da sind dann Eiskugeln drin. So, und der geht's da jetzt ganz gut hier. Ja, und immer vereinfachen. Vereinfachen da, wo die Zeichnung nichts zu erzählen hat, wo sie unwichtig ist. Und dafür die Details da machen, wo die Musik spielt, wo was passiert. Da kann man natürlich sagen, bei Menschen passiert immer überall was, aber ich finde, das stimmt nicht. So, jetzt mische ich Hautfarbe. Das mache ich mit einem kalten Rot und Sienna Natur und viel Wasser. Sehr viel Wasser. Und wenn die Farbe kommt, denke ich mir meistens irgendwas aus. Also Menschen sind eh schon wieder weg.
Schön ist natürlich auch Leute mit Sonnenbrand zu zeichnen, ne? Da würde ich so ein bisschen Magenta nehmen. Rote Öhrchen, rote Nase. Was ich jetzt mache, hat eigentlich mit dem, was da tatsächlich an mir vorbeigelaufen ist, gar nicht mehr so viel zu tun. Aber mit der Essenz dessen, was ich gesehen habe, total. Ja, auch manchmal sind Farben einfach so eine Freude. Manche. Welche Farbe kriegt jetzt die Jacke? Blau. Alles ist blau. Leute haben immer blau an. Welche Farbe die Schuhe? Ein fröhliches Wesen hat Orange mit Rot. Irgendwann muss man auch einfach entschließen, jetzt reicht's, jetzt ist gut. Punkt.